nichts Besonderes bis jetzt. Außer die legendäre Rüstung. Das nehme ich gar nicht jetzt mit. Ich habe auch kaum noch Platz im Inventar. So, dann wollen wir mal. Tja, es tut mir auch leid, dass ich am gleich mal so ein bisschen still bin. Ich muss mich auch mal ein bisschen orientieren hier. Natürlich so, wenn man alleine spielt, was soll ich alles noch erzählen? Ich hoffe, das ist verständlich so. Kommen die aus dem Nest oder was? Oh, Erfahrung. Nicht genug hast. Ich bin mir auch nicht sicher, die haben ja diesen einen Bolzenschuss noch. Mensch, ne? Also ich habe den nicht mehr wiedergefunden. Mein Hass aufzuladen. Ich finde sogar im ganzen Spiel hat man zu wenig. Was ist das für ein Mensch? Ich glaube, ich hab dich. Und wieder. Und noch Pfeile. Auch nicht so ganz gut gefunden, für was wir sind. Natürlich fürs Craften, aber. Schauen wir uns mal wieder was an hier. Scheiße, 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 mein Gott. Weiß, warum weiß ich das? Ich kann das ja alles verkaufen. Ja, Guck dir mal meinen Kontostand an, ich brauch nix. Ich hab nie bei jemandem was abgekauft. Ich hab nie was im AHA gekauft. Geld braucht man nur für Tränke. Jetzt! Die habe ich bisher auch nicht gebraucht. Hier. Auch normal. Ich will mir das ja auch erstmal alles angucken. Dann weiß. Ich warte immer noch. Aber auch gleich mal einsetzen werden. Kann da auch das Video wieder beendet werden, aber wo bleiben die Gegner?
Run, run, run. Nur Crap. Das werdet ihr nicht überleben. Komm, Level. EP bitte. Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. So, dann wollen wir mal schnell hier weitermachen. Schnell. Abschauen. Ein Level haben, also bitte, geht mal her. Das werdet ihr nicht überleben. Komm schon. Geltung, genau. Mich. Ja. Ich habe schon immer gefragt, wie sehr sich Adria Diablos Macht statt ihrer eigenen bediente. Der Blutgolem stolz darauf hin, dass sie über mächtige Magie verfügt. Diese Fleischschlinger wurden aus Erde, Steinen und Dämonenblut erschaffen. Sind davon besessen, sich Menschen einzuverleiben, um ihnen ähnlicher zu werden. Hoffen wir, dass ihnen das niemals. Was muss er jetzt hier machen? Feuersturm? Weiter. Komm, Level. Wow! Das ist krass. Alles klar, wir machen hier ein Häuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.